Es ist mal wieder soweit. Wir machen heute eine kleine Sealed-Only-Challenge. Und ihr denkt euch jetzt sicherlich, hä, ist die Sealed-Only-Challenge nicht vorbei? Genau, das ist auf jeden Fall richtig. Aber CK Phoenix, a.k.a. Apache des Yu-Gi-Ohs, hatten auf jeden Fall Bock auf eine weitere Runde. Und ja, wir fanden es letztens sehr cool, dass wir Battle Pack 3 genommen haben. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze einfach nochmal. Wir haben uns nochmal Battle Pack 3 geholt und haben daraus eben ein Deck erstellt und gegeneinander angetreten. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Opening. Dann wollen wir mal sehen, was wir so ziehen. Oh mein Gott, ja. Beste Karte. Beste ATK Boots und Senkkarte. Haha. Es exit mal. Guck mal, wie wir überhaupt beschwören können. Ja, die erste Hälfte war jetzt natürlich nicht so ausgiebig. Hoffen wir mal, dass wir in der zweiten Hälfte bessere Karten ziehen. Kartenkavallerist. Oh mein Gott. Eine der besten Karten. Neben Breaker. Breaker ist natürlich mit Abstand die beste Karte im Set, aber oh mein Gott. Juhu. Geil. Oh, nächtlicher Strahl, gute Karte. Ja, das war's. Keine Goblin, keine Angriffsgoblins, nichts. Schade, schade, aber kommen wir jetzt zum Deck. Ja, wir haben hier eher so mittelmäßig gezogen, aber natürlich habe ich ein Deck draus gebaut. Zunächst einmal bei den Exits, ja, wir haben eins, werden wir nie rufen, weil drei Monster der Stufe 4 sind einzeln eigentlich besser als ihn, aber nehmen wir natürlich mit. Kommen wir zu den Monstern, zweimal den Blizzard-Drachen sehr gut, um halt zu locken den Gegner und vielleicht dann später halt mehr Monster selber aufzubauen, stall quasi time. Dann unseren Sagenhaften ist ein sehr guter Beatstick an sich. Ja, und dann noch unseren Eisen, der auch sehr gut ist, einfach um eben ATK zu kriegen. Klar, wir müssen einen Zug warten, aber why not? Dann unser schwarzer Brachius ist sehr, sehr gut, ist quasi eigentlich mit unserer beste Karte im Deck. Denn ja, wenn wir zum Beispiel gucken, okay, er hat 1,8 Dev, aber wenn man jetzt generell hier guckt, 1, 2 Dev oder auch hier 1000 Dev. Generell ist die Defense immer weniger, selbst bei ihnen selber. Das bedeutet, wenn wir ihn beschwören, können wir ein Monster outen. Dann kommen unsere ganzen One-Offs, wovon wir sehr, sehr viel haben. Fahren wir an unsere Frettchen, super Karte. Schocktopus, um halt ATK, also starke Monster zu outen. Dann ZF Removal, eigentlich immer sehr gut. Unser Out für irgendein krasses Monster des Gegners. Unsere Mauer in Defense, immer gut, 2000 Defense. Ja, verspäteter Ork ist ein bisschen so wie Eisen. Ist halt ein guter Beatstick, aber braucht halt einen Zug. Dann 1,9, deswegen ist er drin. 2,000, deswegen ist er drin. 1,9, deswegen ist er drin. Ebenfalls ein guter Beatstick, nur in deinem Zug. In unserem Zug ist er natürlich, also im gegnerischen Spielzug ist der sehr schlecht. Aber dafür können wir halt ein starkes Monster outen, sehr gut. Eigentlich mit unserer beste Karte. Gute Angriffskraft mit 1,9 und eine Karte ziehen, ist sehr, sehr cool. Submarine Ride, einfach weil direkter Angriff kann mal vielleicht vor Game kommen. Und dann kommen wir schon in Zauberkarten. ZF Removal ist sehr wichtig, weil die Zauber- und Feindkarten mit das Spiel entscheiden. Dann haben wir halt Equip, einfach um eben unser Monster stärker zu machen, um unser gegnerisches Monster schwächer zu machen. Super gute Karte also. Zweimal dann den Sündenbock, bei Sündenbock natürlich, ja, Stall Good Time, sehr gut. Macht wieder Brutalität, auch sehr gut für den ATK-Boost. Lanze, ATK-Boost und Immunität, Feincontroller, kann gegnerische Monster übernehmen und das Game machen. Lanze verhindert, Buck macht das gleiche wie der Brachiosaurus. Vorliegendes Begräbnis, ja Leute, wir spielen ohne Verbotsliste, einfach mit den Karten, die wir ziehen. Vorliegendes Begräbnis, super strong Karte. Angebot an die Verdammten, auch ein Out gegen alle Starke. Ist nicht schlecht, Draw Phase skippen, ist ein bisschen schade. Und kommen wir zu Feinkarten, Quantenkatze, 2200 Mauer. Kunai, macht was in Defense, wieder gleiche wie bei Book. Und natürlich ATK Boost, auch was sehr wichtig ist. Called, einfach ein gutes Monster wiederholen. Durchbruchfähigkeit, ist doppelter Effekt, können wir mit Cut Coverlist im Friedhof senden. Kann man dann nutzen, auch sehr gut.
Magischer Armschild ist nur so okaye Karte, aber wenn der Gegner ein größeres Board hat, ist sie gut, sonst ist sie halt eher schlecht. Kernexplosion wieder ATK-Veränderung und Fähigkeitserbe natürlich mit einer der besten Karten dieses Formats. Das ist das Deck und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für ein Duell. Zeit für ein Duell. Dann würde ich mal sagen, du fängst an. Ich fange an, alles klar. Dann mache ich den Anfang mit meinem schwarzen Venuzzi. Stark, okay. Und dann spiele ich 3 Karten verdeckt. Ja. Und dann bist du. Ja, was kommt jetzt hier? Pali oder was hier los, ey? Weißt du, ich bin aggressiv unterwegs und beschwöre erstmal meinen lautloser Psi-Zauberer. Ist das okay? 1-9, ne? Ja, genau, 1-9. Ja. Und deiner verliert ja sogar 400, wenn ich angreife. Exakt. Dann greife ich nämlich mal an. Jo. Lol, ich dachte, da kommt irgendwas. Nein, was soll denn da kommen? Der hat 1-4 dann nur noch, ne? Ja. Das, dann verlierst du 500 Lebenspunkte. So, Main Phase 2, weißt du, was du kannst? Das kann ich schon lange. Set 3, du bist auch 3 Set. Okay, dann ziehe ich. Mhm. Und, ja, was machen wir denn? Auch Pass ist okay. Dein Monster hat wie viel Death? 0. Ja, dann spiele ich meinen schwarzen Brachios. Mann, ich schon wieder so was, Alter. Dreht den in Death. Ja. Dann greife ich dein Monster an. Ich aktiviere Angebot an die Verdammten. Ich zerstöre dein Monster und skippe meine Drawface. Ah, das ist aber gewagt. Nicht ziehen, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ach, 1-1 Trade. Na gut, minus 1 eigentlich, aber. Dann aktiviere ich aber Ruf der Gejagten. Was? Nein! Und nehme ihn zurück und greife ihn an. Nein! Oh, wie bitter. Ja. Okay, jetzt war es gewagt hier mit dem Nichtziehen. Ja. Bin ich? Dann bist du. Ja, ich ziehe nicht. Dann beschwöre ich meinen verspäteten Ork. Oh, nicht der schon wieder. Oh, doch, der schon wieder. 2-2, aber darf nicht angreifen, deswegen bist du. Ja, dann ziehe ich und jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Also ich spiele erstmal meinen Scheibenklingfahrer. Hä? Warte mal. Ah ne, alles gut. Ja, alles gut, ja. Ja dann greife ich mit Brachios dein Monster an. Da kommt irgendein Damage-Step-Müll. Ja, okay. Also Damage-Step, ja. Sage ich verbotener Kelch, dann hat der 2-2. Dann aktiviere ich verbotenes Kleid auf dein Monster. Dann aktiviere ich aber finstere Bestechung. Was? Was? Nein! Okay, ich ziehe. Okay. Jetzt darfst du die Karte ziehen, die du gerade nicht gezogen hast. Aber das sind beide Gleichstein, ne? Das ist Doppelkill, ja. Ja. Okay. Dann greife ich mit dem an mit 1-7. Nee. Quantenkatze. Die hat wie viel Death? 2-2. Ja, okay, dann bist du. So nicht hier. Wie viele Handkarten hast du? Gar keine. Oh, nur noch die Set-Karte. Das ist aber schwierig. Set-Set-Pass. Set-Set-Pass, alles klar. 2-1. Ne, 2-2 Death hat er. Ah, 2-2 Devs. Pardon. Dann greife ich mit Scheibenklingfahrer dein verdecktes Monster an. Jupp. Falls ich es gerade. Achso. Ja, 2000 Defense, ne? Das sind 300 Schaden. Ja, okay, dann set ich ein Monster an, dann bist du. Ah, jetzt fängt er damit auch an, das glaube ich ja wohl nicht. Oh ja, gut. Wie viel hat deiner? 1-7, ne? 1-7. Dann rufe ich meinen sagenhaften in Angriffsmodus. Und ich den. Und meinen schwarzen Stego in Angriffsmodus. Ja. Und jetzt greife ich mit meinen sagenhaften Schiefern ist das ja nicht, dein Monster an. Den hier? Ja. Dann aktiviere ich Damage Step. Ne? Ja, warte. Falls diese Karte angreift oder angegriffen wird. Ja, ich muss auch während des Damage Steps seinen Effekt nutzen. Also zu Beginn sogar. Ich muss eine Karte abwerfen und dann kriegt er halt 600 Boost, ne? Gut, dann hat er jetzt 2-2.
2-2. Dann aktiviere ich Geister der Vergangenheit. Okay. Ich verbanne von meinem Friedhof zwei Monster, und zwar meine beiden Dinos hier. Ja. Und dann hat der Null. Was? Einfach null. Ja, Null. Bis Ja, zum Ende des okay. Spielzugs. Sind Ja, dann. 1-7 Schaden. Shit. Was hast du für Ich Karten? weiß auch nicht. Ich habe die Ja. viermal gezogen. Angriff auf dein Verdecktes. Das ist explodiert, Drache. Dann stirbt einer auch. Was? Steht das da? Nicht, wenn er angreift? Ist oder was sagt die Explodiert-Drache? Nee, falls diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre das Monster, das sie zerstört hat. Kein Spieler erhält Kampfschaden aus Angriffen, an denen diese angreifende Karte beteiligt ist. Also nur Dann wenn er bist. angreift, kriege ich keinen Kampfschaden. Ah ja, okay. Dann bist du. Oh, hier wieder auf knappes Ding, Alter. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich habe die Lösung, und zwar mein Hyperhammerkopf. Nein! Okay. Ich Heute hab auch die. viele Dinos am Start. Ja. Der sagt am Ich Ende des greife Damage-Step oder was sagt der nochmal? am Ende des Damage Steps, ja. Okay. Möchtest du Greife angreifen? ich. Ja, ich greife deine Quantenkatze an mit Hyperhammerkopf. Durchbruchfähigkeit. Was? Wo kommt die denn her? Das sind dann 700 Damage für dich. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie Durchbruchfähigkeit in einem Format wie diesem nützlich sein kann. Ja, hä, deinen Krieger kann ich auch negaten, damit es voll stark. Ja, gut, Ja. stimmt schon. Stimmt schon. Ja, du bist dran. Nein, kein Monster. Ja, aber Durchbruchfähigkeit kann das Ganze ja zweimal. Aber nur in deinem Zug das zweite Mal. Nee, ist eine Fallenkarte, geht auch im gegnerischen Spielzug. Nein, diesmal. Ist das echt? Während de deines Spielzugs außerwendet ist. Oh, Bei shit, Fähigkeitserbe übrigens auch. oh no! Oh no! Ja, dann bist du. Du hast keine Handkarten, ne? Ja, das ist korrekt. Ah, krass. Ja, dann greife ich mit Hyperhammerkopf Ja, sind das trotzdem nochmal 700 Damage für dich? an. Ja. Dann geht deine Quantenkatze auf die Hand. Ja. Und dann greife ich mit Scheibenklingenfahrer an. Ja, der hat 1,7, ne? Ja. Sind 300, sind 400, sind 6, 5, 5, 4, 6. Bin ich noch 4, bei 6 und ich bin bei. 5, 8. Ja, okay, alles klar. Dann bist du. Zieh. Oh ja, du hast nichts gesettet? Nein. Oh mein Gott, jetzt geht Maschinenpower los. Ich Löwotaurus. Oh mein Gott. Durchbruchfähigkeit auf deinen Hyperhammerkopf. Und jetzt Nein. greife ich deinen Hyperhammerkopf an. Nein, dann stirbt er. Ja, das ist gut. Bist noch bei 5,3. Alles Ja, klar. dann bist du. Gut, dann ziehe ich. Ja. Und, Set eine. Ah nein, lass das. Und dann bist du. Was? Okay. Ich ziehe. Oh mein Gott, wie viel Defense hat deiner? 1,5. Tja, was du kannst, kann ich schon lange. Schwarzer Brachius. Schätze da mal. Nein! Doch! Oh Mann. Und jetzt greife ich an mit meinem Brachius. Ah nee, Mit warte deinem mal. Warte, Brachen. warte, warte, warte. Falls diese Karte gegen einen. Nee, ich greife mit meinem Löwotaurus an. Er hat 2000. Macht Sinn. Ja, okay. Und direkter Angriff mit meinem Brachius. Ja. 3, 5. 4, 5, bist du bei 3, 5? Ja. Ja, dann bist du. Alles klar. Ah, das ist gar nicht gut. Set einen, dann bist du. Ja, sowas höre ich doch sehr, sehr gerne. Oh, noch ein Monster! Sagenhafter Battle Aber Face. wenn alle durchkommen, reicht das? Das sind. Ja, das reicht. Das reicht, Dicke. Battleface erstmal attackt mit. Ist gute Frage, mit wem eigentlich? Mit den schwarzen Brachius. 1,8. Ja, ist okay. Okay. Angriff mit Sagenhafter. Ja, möchtest du was abwerfen? Ich habe keine Handkarten. Ach, du hast keine Handka. Ah, Nein. dann hätte ich das doch schon vorher gemacht. Dann aktiviere ich Geister der Vergangenheit. Dann verbanne ich die beiden, dann ist er bei Null. Wer jetzt? Also der angreift, der Sagenhafte. Okay, der ist bei 0. Ja. Okay, erstmal muss ich jetzt hier den Lebenspunkt ziehen. Ich glaube, das wird anscheinend doch noch dauern. 500, 1, 3, 7, 2. Bist noch 1, bei 1, 7, ne? Ja.
So, ja, dann greift er direkt an. Ja, Versuch. aber der, dann hat er 1,5, ne? Ja, genau. Ja. Ist das okay? Ja. Warte, habe ich mich verrechnet? 3, 5? So, das ist doch. Ja, 1, 7 bleibt über. Ja, also der greift direkt an. Ist okay? Ja. Damage Step? Nein, ja, natürlich, ja. Fähigkeit, sehr. Ja, gut. Oh Mann. Ja. Durchbruchfähigkeit war tatsächlich MVP. Ja, dezent. Oh Mann, das war knapper als gedacht. Wie immer machen wir natürlich ein Match und nicht nur ein Duell. Wer den Rest des Matches sehen möchte, geht einfach mal zu CK Phoenix, beziehungsweise klickt einfach hier aufs Video. Dort kommt ihr eben zu CKs Phoenix und seht auch, was er gezogen hat, wie sein Deck aussieht und seht eben den Rest des Duells. Und ich finde, es macht wirklich sehr viel Spaß. Vielleicht könnte man ja noch mal ein Video machen, vielleicht mit einem anderen Battle Pack. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.